Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich geschaut habe, dass alles passt. Und damit herzlich willkommen hier zu The Diary. Und schönen guten Tag erstmal, nachdem wir uns jetzt seit Montag nicht mehr gesehen haben. Okay, es ist erst Mittwoch und ja, ich sag trotzdem noch mal das Datum dazu. 1.7.2015. Und ja, noch 23 Tage bis zu den Sommerferien. Wird auch mal wieder Zeit und... ja, das Wetter für die Sommerferien steht jetzt schon im Haus und es steht mit 44 Grad gefühlt da und oh, ich war so fertig gestern, deshalb habe ich mich auch mal nicht dazu durchgerungen, irgendein Video zu machen. Was ich aber gemacht habe, war gestern, ich habe Rape Cake Promotion mal eine Message auf Facebook geschrieben, vielleicht geht auf die ein, vielleicht auch nicht, ist, ja... ich habe es auch schon, glaube ich, mal erklärt, was Rape Cake Promotion ist. Rape Cake Promotion ist, wie der Name schon gesagt, ich glaube, das ist so eine Challenge, glaube ich. Ich habe sie auch gerade innerhalb der letzten 7 Sekunden, glaube ich, 10.000 Mal Rape Cake Promo gesagt. Und ja, auf diesem Channel, der 21.000 Schieß mich tot Abonnenten gefarmt hat, sage ich mal, kann man seine Videos hochladen. So finde ich eine super Idee. Was ich bloß Probleme habe, vielleicht bin ich da auch ein bisschen blöd. Ich habe jetzt ihm einfach mal eine Nachricht geschrieben in Sachen, ja, ich habe da ein Video hochladen, ich habe aber keinen Plan, wie ich das hochladen soll, weil ich habe keinen Bock auf Facebook das zu posten. Oder ich habe es halt schon auf YouTube, einfach weil ich das Video von Montag ziemlich geil fand, habe ich das einfach mal genommen. Und ja... so steht das Video jetzt da. Er hat es auch schon gelesen und ich weiß nicht, wenn er zurückschreibt, finde ich es nice. Wenn er nicht zurückschreibt, ist auch okay, weil Promo nimmt man gerne. Wenn es ja nicht kommt, kommt sie eben nicht. Und ja, was habe ich so die letzten Tage sonst so gemerkt? Was ich am Montag gemerkt habe, dass ich extrem viel und ja sage. Und danach kommt meistens so eine 3,5-minütige Denkpause. Deshalb habe ich auch die letzten beiden Videos extrem viel geschnitten, weil ich einfach mit dem Footage, was da war, nicht zufrieden war, weil es einfach viel zu lang war. Und weil sage ich auch gerne oft. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich dann einfach mal alles zusammencutten soll und einfach mal alles, was rausgeschnitten wurde, das heißt alle Ums, Yours und paar Atempausen und Versprecher und alles einfach mal rausschneiden, das separat auf meinem JustZero-Kanal hochlade, der eigentlich für so einen Trash eigentlich geeignet ist, weil der hieß, glaube ich, auch schon mal iPods Assi-Ecke oder iPods Resterampe oder irgendwie sowas und ja, da kommt das dann hin. Läuft. Und ja, dieses Video werde ich mich aber höchstwahrscheinlich mal darauf beschränken, das Ganze nicht zu schneiden, weil es einfach viel zu lang ist und ich finde, da geht auch irgendwo ein bisschen Authentizität verloren. Authentizität. Ich habe keinen Plan, wie dieses Scheißwort geschrieben wird. Tut mir leid. Und dieses Wort macht mich so fertig. Authentizität? Ja. Haltet mich bitte nicht für blöd, aber das ist so eins dieser Wörter. Das ist so der Tombstone Pile Driver der deutschen Grammatik für mich. Und ach, das ist einfach, na egal. Ich habe heute ein Thema, worauf ich nach 3,5 Minuten zu sprechen komme. Blutspenden. Weil das war ich nämlich am Montag. Ich war, nachdem das Video so fertig war, mit Schneiden, Hochladen, bla bla bla, war ich Blutspenden bei uns im Nachbardorf. Und ja, ich wollte das Video dazu nutzen, ein bisschen Werbung dafür zu machen, weil... wer wünscht sich nicht in einer Unfallsituation, wo man wirklich jetzt eine Bluttransfusion bräuchte, Gott bewahre, ich möchte das keinem hier, dass das irgendwann mal passiert, aber man kann es nicht verhindern und wenn es passiert, ist man froh, wenn jemand Blut gespendet hat, zumindest wenn es seine eigene Blutgruppe betrifft und ja, sage ich auch ganz oft, aber egal, geht Blut spenden, Leute, weil ich persönlich, mein Vater macht das halt ziemlich oft und da hat er mich einfach mal mitgenommen, hat gemeint, hey, bist jetzt 18, lass doch mal Blut spenden gehen. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, da war mein Blutdruck zu niedrig, beim zweiten Mal hat es geklappt und da bin ich mega umgekippt. Ich hab mich hingehockt, hab hier die Nadel gehabt, ja, war fertig nach 10 Minuten, bin aufgestanden, hab mich dann da drüben hingehockt, noch zum bisschen sacken lassen, hab ein bisschen Cola getrunken. Und dann bin ich rüber zum Essen. Rüber beim Essen schaufeln wir mal drauf, so, scheiße, und der Kreislauf war weg. Und
ja, das sind halt so das Schlimmste, was passieren kann, weil du wirst da permanent von Ärzten überwacht oder von medizinisch Geschulten. Und es gibt meistens, bei uns zumindest, gab es immer super Essen. Und ja, isst man halt mal auswärts so beim Blutspenden oder so. Und ich finde das eigentlich eine schöne Aktion und ich unterstütze das auch wirklich, weil ich bin der Meinung, ich fange den Satz nochmal an. Ich in meiner Situation würde mir wünschen, wenn ich wirklich mal eine Bluttransfusion bräuchte, dass ich eine bekomme. Und ja, ich gehe da gerne so mit gutem Beispiel voran. Also ja, ich bereue es nicht, Blutspender zu sein. Und ich kann nur jedem, der sich in dem Alter ist, dass er das darf, einfach nur dazu ermutigen, sich mal zu erkundigen, wo bei ihm die nächste Blutspendeaktion ist. Oder ob er mal zur Blutbank geht, wer da finanziell etwas zurückhaben möchte. Ich glaube, man bekommt da 50 Euro oder so und geht da einmal im Quartal hin und das war's. Und ich finde das eigentlich eine super Sache und ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, weil ich einfach diesen Helferinstinkt habe. Ich weiß nicht wieso, aber ich helfe gerne Menschen. Und wenn ich jemandem mit meinem Blut helfen kann, dann freut mich das riesig. Und ich glaube, Julians Blog hat dazu auch mal einen Post gemacht, dass sein Blut verwendet worden ist bei einer Unfall, bei einer Bluttransfusion. Und dann kriegt man so einen Zettel. Und ja, Leute, macht das. Ihr werdet es nicht bereuen, schätze ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, das war's auch wieder, weil ich habe meine Message delivered. Anglizismen, ja, und ich werde durch für heute. Message des Tages, wenn ihr das nächste Mal könnt, spendet Blut, Leute. Ist eine gute Sache, definitiv. Und es macht die Welt irgendwo auch ein kleines Stück besser, meiner Meinung nach. Zumindest zeigt mir das, wow, dreimal das hintereinander, Swag. Und es zeigt mir einfach, dass es Menschen gibt, die helfen. Und ich finde, das kommt manchmal echt zu kurz. Und wenn man mit seinem Blut helfen kann, etwas, was man eh irgendwann wieder reproduziert hat, innerhalb von Stunden, dann finde ich, ist das ein kleiner Abzug. Also ein kleiner, Gott, wie sagt man da, da gibt es ein Tribut oder so. Ich weiß nicht, welches Wort ich gerade suche, aber ihr verliert nichts, ihr könnt nur gewinnen. Und wenn nicht ihr, dann gewinnen die anderen. Und das in einem guten Sinn und das finde ich einfach geil und deshalb würde ich sagen, das war's mit The Diary für heute. Und ich lege mich höchstwahrscheinlich nochmal gleich in die Sonne und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich morgen wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören.